Hello. Willkommen zurück in meinem super empty, super heiligen Büro. Dafür habe ich einen neuen Haarschnitt, okay? Passt auf, ich habe mir ein neues Format ausgedacht. Ich mache es kurz und knackig. Ich liebe Kultur. Wir sind das Land der Dichter und Denker. Oder soll ich eher sagen, wir waren es mal? I don't know. Aber ich möchte das auf jeden Fall mit euch wieder entdecken. Und wie ist es am schönsten? Betrunken. Ich habe mir überlegt, ein bisschen in die Lyrik einzutauchen. Ich habe tatsächlich mein Abi in Gedichtanalyse gemacht. Ich kann es gar nicht fassen, aber... Ich habe schon einige Texte analysiert in meinem Leben, okay? Und das werde ich jetzt wieder tun. Wir fangen an mit einem absoluten Klassiker. Franz Kafkas Die Verwandlung. Ich erinnere mich, dass ich dieses Werk in der Schule gelesen habe und ich war sehr verwirrt. Und ich frage mich jetzt, wisst ihr, mit einem reiferen Mindset, das durch Promille getrügt wird, was ich da für Sachen rausbekomme. Ja. Ich würde sagen, chin chin. Cheers, cheers, cheers. Immer wenn es um Alkohol geht, Leute, vergesst nicht, kennt eure Grenzen. Ich bin 28 Jahre alt. Hier im Büro sitzen noch 4 weitere Personen mit mir, die im die im Notfall auf mich aufpassen können. Ich mache mich ans Trinken, erzähle euch dann, um was es geht. In der Zwischenzeit würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Besonders bei neuen Formaten kann ich sehen, ob ihr das gut findet und ob ich das weitermachen soll. Es würde mir auf jeden Fall sehr weiterhelfen. Ein Prosit. Der Gemütlichkeit. Let's go. Sechseinhalb Stunden später. Oh mein Gott. Leute, ich bin entsetzt und ehrlich gesagt froh, dass ich mit jemandem darüber reden kann. Was war das? Es ist kein besonders langes Buch. Ich war recht schnell durch. Nicht nur wegen dem Alkoholkonsum. Also das Ende, ich bin schock. Aber wir sollten erstmal zum Anfang gehen. Die Geschichte beginnt mit Gregor Samsa. Er ist ein Handelsvertreter einer Klamottenfirma, was man daran erkennt, dass einige Muster in seinem Zimmer rumliegen, in seinem Kinderzimmer. Er scheint also zu Hause zu sein und er wacht in seinem Bett auf als Ungeheuer. Die Beschreibung ähnelt ein bisschen einer Kakerlake oder so. Ich habe es mir zumindest als Kakerlake vorgestellt. Irgendeine Art von Insekt zumindest. Man nennt ihn einige Male in dem Buch Jungen, was mich darauf schließen lässt, dass er noch nicht so alt ist. Was man auch daran erkennt, dass er noch in seinem Kinderzimmer chillt. Ganz ehrlich, als er aufwacht und feststellt, dass er eine Kakerlake ist, versucht er erstmal wieder einzuschlafen, was sehr relatable ist und beschwert sich erstmal darüber, wie kacke sein Job eigentlich ist. Er ist ständig auf Reisen, er hasst seinen Chef und er hat diesen Job nur angenommen, weil seine fucking Eltern verschuldet sind und er seit 5 Jahren die Schulden seiner Eltern abbezahlt und er redet sich ein, danach wird alles gut, danach kann er sein Leben leben ohne diesen beschissenen Job und ignoriert komischerweise den Fact, dass er als fucking Kakerlake aufgewacht ist. Er sollte schon längst wieder auf Reisen sein, aber hat verschlafen, er hat seinen Wecker irgendwie nicht gehört, macht sich Sorgen, wie er das überhaupt seinem Chef erklären soll. Denn er war seit 5 Jahren nicht einmal krankheitsbedingt ausgefallen. Und dann klopft seine Mutti an der Tür, die er verschlossen hat, weil er vom Reisen gewöhnt ist, abzuschließen, bevor er schlafen geht, weil es dangerous in der Welt outside ist. Die Mutti fragt so, ist alles okay? Und er sagt irgendwie so, ja, alles gut, Mutti. Und ihm fällt auf, dass seine Stimme sehr piepsig ist. Und dass seine Stimme sich verändert hat und fast zurückentwickelt hat zu seinem jungen Ich. Und dadurch, dass es so ungewöhnlich ist, dass er spät dran ist, mischen sich sein Vater und seine Schwester natürlich auch ein. Sorry. Er versucht aufzustehen, beschreibt Eigenschaften seines Insektenkörpers und ist schon fast belustigt davon. Und um 8.15 Uhr klingelt auch schon der Prokurist. Das heißt, es ist ein Vertreter der Firma, für die Gregor arbeitet. Und will halt fragen, Alter, was geht eigentlich ab? Du hast deinen Scheißzug verpasst. Gregor vor Schock versucht aus seinem Scheißbett zu kommen und kracht auf den Boden, denn der Prokurist betont, dass er persönlich mit ihm reden möchte. Ihr müsst euch sein Zimmer so vorstellen, dass es 2 Türen gibt. Vor der einen stehen
die Mutter, der Vater, der Prokurist, vor der anderen die Schwester. Die Mutter fängt schon an mit den mega Ausreden, so, ja, der ist ja nie zu spät und so, irgendwas Schlimmes muss ja sein und der ist auch immer so fleißig und blablabla. Und der Prokurist sagt so, ja, ey, ich hoffe, dass es nicht ernst ist, ist aber ganz ehrlich, wenn man kleine Wehwehchen hat, muss man auch lernen, darüber hinwegzukommen und seinen Job trotzdem zu machen. What the f***? Also sein Arbeitsverhältnis mit dieser Firma, das scheint schon sehr hart zu sein. Ich meine, es ist auch in vergangenen Zeiten geschrieben, ne? Und ich glaube, damals waren Dinge auch noch mal deutlich intenser als heutzutage. Und es gibt einfach kein Verständnis für Versagen. Selbstverständlich schafft Gregor nicht, diese Tür aufzuschließen, weil er ein Kakerlake ist. Und er hört schon so die Schwester schluchzen nebenan, wo ich mir denke, ganz ehrlich, Gregor ist derjenige, der in der Lage ist und die Schwester ist so. Der Prokurist stellt die ganze Zeit Fragen und Gregor traut sich nicht mal drauf zu antworten, weil natürlich seine Stimme total im Arsch ist und er irgendwie Insektensprache spricht. Und daraufhin wird der Prokurist sauer und wirft ihm sogar vor, so, ja, du hast seit längerer Zeit deine scheiß Arbeit schon nicht richtig gemacht und das zeugt nur davon, dass sich alles bestätigt, was wir eh schon dachten. Mir fällt gerade auf, ich bin sehr emotional bei dieser Story dabei. Man merkt, dass alles super unfair ist. Ab jetzt habe ich mir Notizen gemacht, es ist ernst geworden. Gregor geht dann mega in Verteidigungsmodus und denkt sich so, ey, meine Arbeit ist doch gut und ihr habt gar nicht so die letzten Sachen gesehen, die ich gemacht habe, die sind ja voll krass. Also es gibt keinen Grund, warum man Gregor kündigen sollte. Und er entschließt sich, er will eigentlich die Tür aufmachen, ist sogar gespannt auf die Reaktion der anderen und denkt sich noch so, vielleicht schaffe ich ja noch den 8-Uhr-Zug. Er sollte ursprünglich den 5-Uhr-Morgens-Zug nehmen. Hat sich noch so beschwert, so wisst ihr, so, oh, das Leben als Reisender ist voll krank irgendwie und super anstrengend. Vielleicht schaffe ich noch den 8-Uhr-Zug. Gregor, du bist eine Kakerlake. Wie stellst du dir das vor? Depressing. Der Prokurist denkt natürlich, Junge, der will mich verarschen. Ich habe kein Wort verstanden, sagt er. Es hat sich angehört wie eine Tierstimme. Was geht da eigentlich ab? Und dann bricht draußen die Panik aus. Zwischendrin wird nochmal so ein Bild von Gregor beschrieben, als er beim Militär war. Das heißt, eigentlich wirkt Gregor schon wie ein krasser Typ, aber trotzdem denken alle, der ist ein Dulli. Deswegen öffnet Gregor auf super Krampf als Kakerlake seine Zimmertür, verletzt sich dabei mega, weil er es irgendwie mit dem Mund öffnet und dann kommt so eine braune Flüssigkeit aus seinem Mund raus. Boom, Tür ist auf. Bei seinem Anblick, der Prokurist ist natürlich der Erste, der sich denkt, what the f***? Und er fängt schon an, rauszurennen aus dieser Wohnung. Man kann es ihm auch nicht verübeln, weil ich denke mir, wenn mir eine Kakerlake die Tür aufmachen würde, würde ich auch denken, ist schon scary. Die Mutti fällt erstmal in Ohnmacht. Der Vater geht irgendwie in Verteidigungsmodus, aber fängt dann doch an zu heulen. Gregor ist eigentlich der Einzige, der Ruhe bewahrt und in Schleimermodus so ein bisschen geht, um seinen Job zu retten. Währenddessen werden irgendwie das Dienstmädchen und die Schwester geschickt, um einen Schlosser zu holen. Also schon bevor er die Tür aufgemacht hat und einen Arzt. Deswegen sind die eh erstmal weg. Aber Gregor verfährt natürlich in Panik und versucht dem Prokuristen hinterherzulaufen und ihn zu beruhigen und die Situation zu klären und fällt dabei auf seine Beine. Das heißt, erstmal hat er versucht, wie ein Mensch sich zu bewegen, aber dann ist er umgefallen und war so, ah, irgendwie ist es ja viel besser, wenn ich auf allen meinen Beinen krieche, aber das ist natürlich super scary, denn er kommt neben der Mutter auf dem Boden auf, die wacht aus ihrer Ohnmacht auf, ist völlig perplex, jumpt auf den Frühstückstisch, schmeißt natürlich alles um, was auf diesem Frühstückstisch stand und der Kaffee kippt um, tropft auf den Teppich und Gregor ist so mit seinem ungeheuer Kiefer, weil der auch voll mega hungrig und so aufgewacht ist. Ich meine, wenn man schläft und sich in eine Kakerlake verwandelt, das muss schon anstrengend sein, da bekommt man durchaus schon mal Hunger. Der Prokurist entkommt natürlich, trotz Gregors Anstrengungen und der Vater geht so in Survival-Mode, nimmt so einen Gehstock vom Prokuristen, den er zurückgerissen hat mit seinem Hut und sonst irgendwas und versucht halt durch so Zischgeräusche Gregor in sein Zimmer zu verscheuchen, was natürlich auch klappt. Ich meine, ich würde auch zurück in mein Zimmer gehen. Ich würde mir so denken, so, okay, das wäre doch ein bisschen zu viel. Ich gehe jetzt zurück, aber dadurch, dass er senkrecht
rausgekommen ist und jetzt waagerecht horizontal zurück in sein Zimmer möchte, passt er da nicht mal durch und verletzt sich so voll aus Panik, weil er versucht, durch diese Tür zu passen. Die Leute schlagen halt die Tür zu, die Leute, die sich seine Family nennen. Und er fällt übelst in Ohnmacht und wacht erst auf, als seine Schwester irgendwie die Tür zuschlägt, weil sie ihm auf Krampf irgendwie Milch und Brot hingestellt hat, damit er was zu essen hat. Eigentlich super nice von ihr. Die hat aber halt Schiss bekommen, weil Gregor ist als Ungeheuer aufgewacht und sie war so, ist erstmal aus dem Zimmer raus und dann ist sie irgendwie vorsichtig rein, hat dieses Essen dahingestellt, hat aber dann gemerkt, dass er es nicht gegessen hat, weil er ist so, boah, eigentlich liebe ich Milch, aber jetzt irgendwie hasse ich plötzlich Milch und es ist der Schwester dann am nächsten Tag aufgefallen und dann hat sie ihm so Reste vom Abendessen gebracht und dann war er so, ich liebe vergammelte Sachen, viel mehr als Milch mit Brot. Man merkt also, sie bemüht sich schon ein bisschen. Dabei muss man über die Schwester wissen, die ist eigentlich nichts nutzt, weil sie sich irgendwie nur mit Klamotten beschäftigt und mit ihrem Aussehen und voll das chillige Leben führt und lange schläft. Und ich denke mal an dieser Stelle so, mit dieser Schwester kann ich mich wahrscheinlich am meisten identifizieren in dieser Story. Gregor merkt in den folgenden Tagen, dass seine Familie sehr bedrückt ist. Es wird sehr leise in der Wohnung. Und er lässt nochmal Revue passieren, dass er seiner Familie eigentlich voll das geile Leben ermöglicht, dadurch, dass er sich einen Arsch abarbeitet, dass sie in so einer schönen Wohnung chillen können. Dieses Dienstmädchen bittet die Mutter darum, sie zu kündigen. Also ist die auch irgendwie weg vom Fenster. Ich meine, von außen betrachtet ist das schon eine shocking Situation. Als Dienstmädchen würde ich wahrscheinlich auch sagen, okay, bye. Das ist jetzt euer Problem, nicht meins. Und dann kommt natürlich relativ schnell die Geldfrage auf. Denn man erfährt dann, dass der Vater pleite gegangen ist mit seinem Geschäft. Und dadurch musste Gregor als ältester Sohn einspringen und wurde quasi der, wie ist das Wort nochmal, Versorger der Familie. Und dadurch, dass er der Versorger geworden ist, hat es so ein bisschen das Verhältnis zu seinen Eltern kaputt gemacht. Eigentlich hat er nur noch ein gutes Verhältnis zu seiner Schwester, die liebend gerne Violine spielt und sich auf ihre musikalische Karriere so ein bisschen konzentriert. Oder ihr größtes Hobby ist Musik. Noch mehr relatable für mich. Und er wollte sie sogar zu Weihnachten überraschen und ihr das Konservatorium quasi bezahlen. Ich werde voll nüchtern, wenn ich das erzähle, weil ich bin voll into it irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Wobei ich merke, ein kleiner Drink geht noch. Ein kleiner. Dazu muss man auch sagen, ich trinke jetzt nicht super hochprozentige Sachen, ne? Also ich gebe acht. Wo war ich stehen geblieben? Der Grund, warum das Gregor weiß, das sollte ich vielleicht nochmal erwähnen. Er lauscht immer so an der Tür beim Abendessen in Gesprächen und dann hat der Vater irgendwie noch Erspartes von seinem Geschäft damals ausgepackt, aber es reicht halt höchstens für 2 Jahre. Nicht zu vergessen die Schulden, die die Familie hat und die Zinsen, die noch draufkommen. What the hell? Und Gregor freut sich auch noch so ein bisschen über die Sparsamkeit, die die Familie bespricht, wo ich mir denke, krass, die haben voll auf den Nacken von Gregor gelebt, haben sich gar nicht Sorgen über Erspartes gemacht. Er beschreibt dann auch noch seine Familie. Sein Vater ist wohl irgendwie fett. Das ist das Einzige, was ich da rauslesen konnte. Die Mutter hat Asthma und die Schwester ist irgendwie viel zu jung, also die ist 17. Wobei ich sagen muss, mit 17 hat der ein oder andere schon wenigstens einen Nebenjob. Wisst ihr, was ich meine? Wenn die Not besteht und ihr bisheriger Lebensstil ist einfach nicht so, dass sie jetzt irgendwie krass Geld ranholt. Derweil wird die Verwandlung immer krasser, weil Gregor auffällt, dass er nicht mehr so gut gucken kann. Er hat eine Zeit lang so aus dem Fenster geguckt, um sich zu beschäftigen, aber er sieht nicht mehr wirklich was. Und er hat sich so ein Hobby angewöhnt, die Wände lang zu krabbeln und an der Decke und so. Und es ist der Schwester auch aufgefallen, weil sie ihm ja stetig irgendwie Essen bringt und versucht, ihm zu versorgen und hat es irgendwie so als ihre Lebensaufgabe, ne? Endlich hat sie Verantwortung und sie ist die Einzige, die in dieses Zimmer reingeht, weil ihre Eltern da irgendwie nicht reingehen. Vor Angst, weil er wirklich ein schreckliches Biest ist. Und sie ist so, ey, lass mal alle Möbel hier rausstellen. Dann hat er so ein bisschen Freiraum, sich zu bewegen und will, dass die Mutter ihr hilft, die ganzen Möbel rauszubekommen. Aber Gregor denkt sich so, ey, wenn ich nicht mal mehr Möbel habe, weil ihr müsst euch vorstellen, mit Möbeln
verbindet man ja auch Erinnerungen. Ah, da saß ich am Tisch und hier habe ich immer gepennt und so. Er hat so ein bisschen Angst, seine Menschlichkeit zu verlieren, gerade weil ihn schon seit zwei Monate sind schon vergangen, niemand mehr richtig menschlich angesprochen hat. Ich bin geschockt, wie ernst ich diese Thematik nehme, als wäre es eine Real-Life-Story. Kann passieren. Man weiß nie. Aber weil die Schwester das so irgendwie jetzt als ihre neue Lebensaufgabe sieht, schleppen die halt trotzdem die ganzen Möbel raus. Und dann sind die irgendwie gerade aus dem Zimmer, weil die irgendwas rausgetragen haben. Und Gregor denkt sich so, nein, mein Bild von einer Frau im Pelz an der Wand. Das am Anfang des Buches irgendwie beschrieben worden ist, dass er so eine Frau im Pelz... Jeder hat seinen King, Gregor, okay. Aber er meinte so, das ist das Einzige, was mir bleibt. Ich möchte nicht, dass sie noch mehr aus meinem Kinderzimmer rausräumen. Dann hat er sich so an die Wand so gekrabbelt und sich so auf das Bild gesetzt, um den halt zu signalisieren. Ey, bitte lass mir wenigstens dieses scheiß Bild. Und dann ist die Mutter zurück ins Zimmer gekommen, war direkt wieder so, und ist in Ohnmacht gefallen. Und die Schwester war so, und hat irgendwelche Essenzen in der Küche gesucht, um die Mutter dran schnüffeln zu lassen, damit sie aus ihrer Ohnmacht aufwacht. Und in dem Moment ist irgendwie der Vater nach Hause gekommen. Und dann meint die Schwester so, ey, Gregor hat versucht, aus seinem scheiß Zimmer auszubrechen. Und der Vater war wieder so, geh zurück. Und Gregor fällt auf so, what the f***? Mein Vater hat irgendwie eine Uniform an mit Goldknöpfen, wie sie ein Diener der Bank trägt. Was irgendwie Diener heißt, halt, das ist ja so eine super low position in der Bank. Und er fängt einfach an, Gregor mit Äpfeln abzuwerfen, damit er zurück in sein Zimmer geht. Und ein Apfel rammt sich in seinen runden Insektenrücken rein und dann wird so die Tür hinter ihm zugemacht und dann hat es, glaube ich, dem Vater ein bisschen leid getan, weil er dachte sich, ey, irgendwo muss es ja irgendwie noch mein Sohn sein und jetzt lassen die auf einmal so die Tür von seinem Zimmer offen, jedes Mal, wenn die beim Abendessen sind, damit er zuhören kann und zugucken kann, ein bisschen am Familienleben wieder teilnehmen kann und ich dachte mir schon so, Hoffnungsschimmer. Dadurch hört er auch, dass die Mutter einen Job angenommen hat, die näht jetzt nämlich jeden Abend Wäsche für ein Modegeschäft. Die Schwester hat eine Stelle als Verkäuferin angenommen und lernt nebenbei noch Stenografie und Französisch quasi als Weiterbildung, damit sie irgendwann mal einen besseren Job bekommt. Good for you, Schwester. Und die haben ihre Schmuckstücke verkauft, wo ich mir denke so, ey, jetzt mal ganz ehrlich, das hättet ihr auch vorher machen können. Aber gut, wenn Gregor das auch nicht kommuniziert mit seiner Familie, wie kacke es ihm eigentlich geht. Ich weiß nicht, irgendwie haben beide Seiten Schuld, wie immer im Leben. Die leiden natürlich alle trotzdem, vernachlässigen immer mehr Gregor und sein Zimmer. Keiner räumt mehr so richtig da drin auf, weil die ja beschäftigt sind mit ihren neuen Jobs. Dann haben die alle Angestellten irgendwie entlassen, um Geld zu sparen und haben eine neue eingestellt und die ist so voll die Psycho-Alte und guckt ab und zu in das Zimmer rein und ist so, hahaha, Mistkäfer, blablabla. Keine Ahnung, was mit der los ist, aber auf jeden Fall geht die ab und zu da rein und guckt so, macht aber auch nicht wirklich sauber und Gregor regt sich voll auf. Er so, ey, ich sitze ja als Kakerlake in meinem Kinderzimmer fest. Jetzt kümmert sich nicht mal mehr jemand um mich und mein Zimmer wird staubig und dreckig. Das Zimmer wird quasi als Abstellraum genutzt, weil die Familie dann auch noch ein Zimmer an Untermieter vermietet. Die heißen übrigens Zimmerherren in diesem Meisterwerk der Lyrik. Die haben irgendwie auch Kram mitgenommen. Das heißt, sie müssen Kram aus dem Zimmer, das sie gemietet haben, in Gregors Zimmer schieben. Da regt sich da voll drüber auf. Können wir mal wieder zu dem Fact zurückkommen, dass er eine f***ing Kakerlake ist? Und dass ich mir denken würde, wenn ein Familienmitglied von mir eine Kakerlake wird, würde ich versuchen, irgendwie mit dem zu kommunizieren. Und so, hallo, hallo, Gregor, hallo, verstehst du mich? Aber die sind einfach so, nö, Gregor ist jetzt eine Kakerlake. Wir müssen jetzt einfach versuchen, irgendwie damit umzugehen. Regt mich einfach auf auch. Und eines Tages... Die werden natürlich auch bekocht, die Zimmerherren, hören die Schwester Violine spielen und sagen so, ey, komm doch bei uns im Esszimmer Violine spielen. Dann sind die aber voll unbegeistert davon und Gregor bekommt es mit und ist dann so, ey, ich liebe das Violine spielen von meiner Schwester, warum sind die so respektlos und kriecht aus seinem Zimmer raus, so impulsmäßig. Und die Zimmermänner sind irgendwie so ein bisschen so, what the f***, aber jetzt auch nicht wirklich so, what the f***,
Da ist eine riesen Klake. Und der Vater drängt diese Zimmermänner dann zurück in ihr Zimmer und ist so, okay, okay, scheiße. Und die Zimmermänner sind so, Digga, wir kündigen auf jeden Fall. Das sind ja voll die widerlichen Verhältnisse hier. Wobei ich mir denke, klar, same. Und Gregor wird wieder in sein Zimmer zurückgescheucht unter Verletzungen, die er sich mal wieder zuführt. Am nächsten Morgen sitzen die natürlich am Tisch und sagen so, okay. Also nicht natürlich, ich war geschockt. Die sind so, wir müssen dieses Ungeheuer loswerden. Die Schwester stößt es an. Der Vater geht direkt mit rein. So, ja, Mann, wir müssen dann irgendwie loswerden. Die Mutter ist noch so ein bisschen zurückhaltend. Die ist so, das ist mein Kakerlakensohn. Und trotzdem, dass der Apfel, der immer noch in seinem Rücken steckt, vergammelt und er so richtig Struggle hat, ist er so, ey, ganz ehrlich, ich verstehe meine Familie. Ich verstehe es einfach. Ich sollte echt abhauen und die in Ruhe lassen. The f***? Wie kann man so selbstlos sein? Also okay, für die Family, I don't know, wahrscheinlich, aber es ist so dramatisch einfach. Am nächsten Morgen kommen dann auch diese Zimmermänner raus und sind so Zimmerherren und sind so, ja, wir gehen jetzt und dann gehen die halt und dann kommt diese eine Frau, die neu eingestellt haben, checkt halt wie immer so neugierig das Zimmer von Gregor und stößt den mit so einem Stab an und dann ist sie so, ja, ich glaube, der ist tot zu den anderen und dann sind die so, oh Gott sei Dank, der ist irgendwie tot. Ich denke so, what the fuck, Alter. Der Arme, der tut mir auch an dieser Stelle einfach nur leid. Wisst ihr, was ich meine? Und die Mutter zögert aber so ein bisschen, die ist so ein bisschen, nee, ich will mich nicht ganz freuen, I don't know. Aber du machst auch nichts. Mein Gott. Also die Familie ist also ziemlich erleichtert und die sagen ja, hey, komm mal, wir machen jetzt mal einen Spaziergang und dann setzen die sich irgendwie in ein Auto oder so, ich weiß nicht. Am Ende war ich schon viel zu belustigt, um noch konzentriert zu verstehen, was da abgeht. Aber das Ende der Geschichte ist einfach, Gregor ist tot und die Familie ist eigentlich happy. Die sind so, ach ja, ja, wir haben ja jetzt alle einen Job, jetzt da auch keine Kakerlake mehr in unserem Zimmer ist, könnten wir auch eigentlich umziehen in eine günstigere Wohnung. Dann können wir die Tochter noch an irgendeinen Typen verheiraten. Eigentlich steht's gut um uns. Und das ist einfach das Ende. Und da frage ich mich, Franz, mein lieber Herr Kafka, was ist die psychologische Erklärung hinter deinem Werk? Hier ist noch Franz Kafkas erstes Auto abgebildet. Wie cool. Aber ist es nicht wild? Ich meine, wann ist dieses Buch rausgekommen, erschienen? Wann hat er daran gearbeitet? 1912 schrieb er Briefe, wo er darüber redete, dass er es geschrieben hat. Guck mal, ist es nicht crazy, dass es 1912 schon Probleme gab, die man bis heute relaten kann? Irgendwie ändert sich im Endeffekt dann auch gar nichts. 1916 ist es, glaube ich, erschienen. Es wird hier mit Medusa verglichen. Oder die Message ist einfach, wenn du ein Heslon bist, hast du eh keine Chance auf der Welt. Hey, ganz ehrlich, aber auch wenn du darauf scheißen würdest, dass andere denken, dass du ein Heslon bist, dann wäre dein Leben auch wieder viel besser. Das nehme ich auf jeden Fall mit in mein Leben. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt diesen Klassiker der deutschen lyrischen Geschichte genossen. Bildung! Schreibt mir mal, welches Werk ich noch drunk analysieren soll. Vielleicht braucht ihr Hilfe mit irgendwas zu verstehen und wollt im Nachhinein noch verwirrter sein als vorher. Anyways, ich danke euch fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Drunky, Schwitzi. Ich habe das Gefühl, ich stinke. Lalalalalala.